Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Also heute wieder jede Menge Feuerwerk auspacken. In der Videobeschreibung oben steht wieder geschrieben, von welcher Firma. Und es ist diesmal Pyro Service aus Köln. Los geht's. Als erstes haben wir hier die Double Deck Purple. Das ist sogar noch die alte Charge mit den richtig krassen, knüppelharten Zerlegern. Das ist eine 36-Schuss-Batterie, Effekthöhe 30 Meter, NEM unglaubliche 446 Gramm. Und ja, was kann ich zu dieser Batterie sagen? Wirklich extrem krass, schöne Crackling-Batterien, tolle Farben und sehr, sehr krasse Ausbreitung. Jetzt geht es gleich richtig krass weiter, und zwar ist das die Riakeo Vanagans, ein ultra krasser Verbund. Kostet auch ein Schweinegeld, also 160 Euro kostet dieses Teil. Effektmenge 1,8 Kilogramm, Wahnsinn. 95 Sekunden, besteht aus 25 und 30 mm und ist auf jeden Fall ein riesiges Gerät. Ihr schaut ja selbst, ihr seht ja selbst, wie groß diese Batterie ist, also unfassbar. Und weiter geht es mit den Superlativen. Hier die nächste Batterie, der nächste Verbund, das ist die Funke oder Iskra Neon King. Riesige Batterie, 188 Schuss hat das Teil, wahnsinnig groß. Das Besondere ist, die hat 20, 25 und 30 mm. Also ihr seht ja, ich bin schon völlig aus der Puste, ist halt wahnsinnig schwer das Teil. Und ja, Neon King. Es geht weiter, der nächste Verbund, der Riakeo Exodus. Richtig schöner, krasser Verbund, kostet glaube ich auch 150, 160 Euro, ist extrem viel, aber man bekommt hier auch mächtig viel geboten. Also ich habe hier 148 Schuss, NEM von 1,83 Gramm, Kaliber 20 und 25 mm und die Dauer 75 Sekunden. Das Besondere an der Riakeo Exodus ist halt, dass sie mit einem besonderen Scheibenwischer-Effekt startet. Und ja, eine wirklich sehr, sehr gute Batterie. Riakeo ist ja dieses Jahr neu auf dem deutschen Markt. Und ja, ich konnte sie selber schon live erleben. Die Vanagans, Exodus, alle waren dabei. Und ja, ich muss einfach sagen, das sind halt Spitzengeräte. Das ist wirklich jeder Cent hier wert. Und noch ein Verbund. Dieses Jahr hört es nicht auf mit Verbünden. Also das ist die Iskra oder Funke halt Baja aus der Iskra-Linie, 66 Schuss, eine NEM von 956 Gramm und 25 und 30 mm. Auch das Design ist wirklich echt sehr, sehr hübsch, muss ich wirklich sagen. Kostenpunkt so um die, ja, 60, 65 Euro. Der nächste Verbund, das ist die Iskra Funke Svoboda. 82 Schuss, 58 Sekunden, NEM fast 1 Kilo, also 984 Gramm, wirklich fast 1 Kilo NEM. Absolute Wahnsinn wieder, auch super schönes Design und der Kostenpunkt hier ca. zwischen 60 und 65 Euro. Dann geht es jetzt weiter mit einem weiteren Verbund, etwas kleiner. Ihr seht das schon, das ist die Funke Whistling Palms. Das Besondere ist, jeder Schuss beginnt mit einem Whistlen, also mit einem Pfeifen, und endet dann in einem Palmenbouquet. Wirklich sehr, sehr schön. Ein schön kompakter Verbund. Rasant geschossene silberne Kreisschwirbelaufstiege zu bunten Palmeffekten mit lautstarkem Zerleger. Hier kann ich euch mal zeigen, wie das hier drin aussieht. Das ist hier so ein Päckchen, damit die Feuchtigkeit absorbiert wird. Und dann haben wir hier die schöne Batterie. So sieht das aus innen drin. Also auch mal interessant zu sehen für Leute, die sowas noch nie geschossen haben. Ist also fertig verleitet, man braucht nur einmal anzünden. Ja, das ist hier noch eine Anzündung, aber das ist die Reserveanzündung. Nächster Artikel, nächster Verbund. Und zwar haben wir hier die Screaming Chrysanthemum. Auch von Funke. Der Verbund ist etwas größer und auch etwas schwerer. Rasant geschossene silberne Kreisschwirbelaufstiege zu Silbercracker mit bunten Sternen und lautstarken Zerleger. Also auch richtig, richtig nice. Nicht nur fürs Auge, sondern auch etwas bisschen fürs Gehör dabei. Und jetzt der letzte Verbund. Das waren dann 8 Verbünde. Hier haben wir die Iskra oder Funke Green Goblin. Ihr seht ja, richtig schön golden. Mega geiles Design.
Und ja, was haben wir hier? Ein Verbundfeuerwerk, Kategorie F2 natürlich. Alles F2, was ich euch zeige hier. Und diese Batterie hat 131 Schuss, 90 Sekunden und eine NEM von 1,718 Kilogramm und Kaliber 20 mm. Der nächste Artikel, den ich euch präsentieren möchte, sind die Funke Silberraketen. Habe ich zwei Päckchen mitbestellt. Das sind halt richtig krasse Salutraketen. Kann man auch am Tag schießen, da es nur Knallraketen sind. Aber der Knall ist wirklich echt erstaunlich. Man denkt das nicht bei diesen kleinen Mini-Raketen, aber die sind wirklich richtig, richtig fantastisch. Dann haben wir hier eine Neuheit von der Firma Klasek. Das sind sogenannte Fallschirmraketen, wie es früher einmal gab. Ja, ich hoffe natürlich, dass der Effekt stimmt. Mit dieser Leuchtkugel, die dann am Himmel ein paar Sekunden steht. Aber das werde ich erst nach dem Test erfahren. Dann haben wir hier eine Knallkette Mandarin 500. Brauche ich ja nicht zu erzählen. Wirklich wunderschöne Knallkette. Ich liebe das. Es gibt mega viele Schnipsel. Dann habe ich hier die ABA Salutraketen. Und zwar, das Besondere ist halt, ich habe die Strobe Edition. Also nur Strobe, also Blinker zu Knall. Die rattern halt noch so schön. Ihr könnt ja euch mal ein paar Videos auf YouTube angucken. ABA Salut Strobe Rakete in F2. Die sind halt wirklich mega. Dann haben wir hier den schönen oder die schönen Funke Honey Badger. Also ich habe mir sagen lassen, manche denken, das ist ein Stinktier. Nein, das ist kein Stinktier. Honey Badger heißt übersetzt Honigdachs. Wirklich super schöne Böller mit Schwarzpulver. Richtig schön knüppelhart und der Knall ist auch dementsprechend sahnig. Dann habe ich hier die Funke Scream Rockets 2. Sehr, sehr schöne Salutraketen mit Kreischaufstieg. Und es geht weiter mit Salutraketen. Das ist Salutraketen mit Silber-Crackling-Aufstieg. 6 Raketen sind in so einem Pack. Auch reine Knallraketen und die knistern, crackeln halt so ein bisschen beim Aufstieg. Und die nächste Packung, Knallraketen, Salutraketen. Das sind jetzt die Salutraketen mit Silberschweifaufstieg von Funke. Also wieder Knallrakete. Kann man auch halt am Tag zünden. Dann habe ich hier mal schöne Bombenraketen, Kugelbombenraketen. Das sind die Shell Rockets von Argento, Kaliber 38 mm. Ehrlich gesagt meine Lieblings-Silvester-Raketen, weil erst ein sehr, sehr schöner Silberschweifaufstieg und dann wirklich ein richtig schönes kreisrundes Bouquet. Dann geht es hier weiter und zwar habe ich hier die Jumping Jelly Beans Fontäne. Wirklich wunderschön. Ihr kennt ja den Smarty-Effekt von der Laserfontäne von Weco, die es immer beim Lidl gab. Und das ist hier so ähnlich. Dann nächster Artikel. Ich habe ja zwei Stück. Einmal die Nico 8 Lucky 8 Cracklingbälle und die Fast and Loud Balls von Katan, glaube ich. Genau, zwei verschiedene große Cracklingbälle. Dann hier, nächster Artikel. Dann ein bisschen was, ein kleiner Spielkram, Ahsoka und Alpha, ein bisschen was für zwischendurch. Die sehen halt nicht so mini aus, ja, sondern die sind auch wirklich so klein. Ja. Nicht größer als eine Hand, aber die ballern halt richtig ordentlich. Man glaubt es kaum, aber es stimmt. Dann habe ich hier die Nico Feuerwerk Fire Rainbow Fontäne. Da habe ich mich hier von dem Julian beraten lassen. Das soll halt wirklich eine sehr, sehr schöne Fontäne sein. Aus der Nico Öko-Serie. Hier kann ich euch auch mal zeigen, wie die aussieht. Ist quasi Öko. Nur der Effekt ist halt wirklich sehr, sehr schön. Also alles in Pappe gehalten, kein Plastik, alles umweltfreundlich. Und die soll halt recht gut sein, die Fontäne. Dann haben wir hier einmal Whistling Airplane von Klasek. Richtig schöne Feuervögel, diesmal mit Whistling, also Kreischaufstieg. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann ein Klassiker, die Funke Screamshots. Auch ein richtiger, spaßiger Artikel. Auch am Tag wirklich mega geil, weil es ein Salutrohr ist mit Whistle, also Pfeifaufstieg und richtig lautem Knall. Dann hier, jetzt wird es batteriemäßig. Also hier haben wir die Riakeo Vortex 2 Daten, 30 mm Kaliber, NEM von 420 Gramm hat das Teil. Also mega, mega krass. 21 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer. Richtiger fetter Koloss.
ist zwar nicht ganz billig, so um die 40 Euro, aber Riakeo ist halt wirklich bekannt für Qualitätsfeuerwerk. Der nächste Artikel, und zwar haben wir hier die Riakeo Thunderbolt 3, so eine Art Blinkerbatterie, auch mit teilweise eine Fächereinheit. Und ja, Thunderbolt 3, Kaliber 25mm, 486 Gramm NEM und ja, 36 Schuss, Thunderbolt 3. So, der nächste Artikel. Der nächste Artikel wäre Triple Dum Bum, 3 Schuss in 20mm. Das ist wirklich ganz interessant. Das kann ich euch mal zeigen. Da sind viele verschiedene Triple Shots drin. Die sehen dann so aus, wirklich richtig witziges Design. Und das ist so ein Trippelschuss, also einmal anzünden und 3 Salutschläge. So, es geht weiter. Und zwar habe ich hier eine wunderschöne Salutbatterie. Das ist die Iskra oder von Funke, die Blitzrums 100. Also 100 Salutschläge, Titanium-Salut, Klasse 2 natürlich auch wieder, alles Klasse 2, was ich euch zeige. 500 Gramm NEM. Ja, genau. 100 Schuss, Salut. Der nächste spaßige Artikel ist auch wieder eine Salut-Batterie, und zwar diesmal Dum Bum, Simply the Best. Batterie 64 Schuss, auch mit Salut und ich glaube roten Feuertöpfen. Genau, rote Feuertöpfe zu Salut. Dann hier eine Nico Inferno-Fontäne. Mega krasse Crackling-Fontäne. Ist auch relativ schwer, kann ich euch mal zeigen. So sieht die aus. Ist halt relativ schwer und ist halt wirklich ein richtig, richtig tolles Teil. Habe ich persönlich schon getestet und deswegen kann ich euch das echt nur empfehlen. Als nächstes hier einen kleinen Bekannten, und zwar ist das die Vogelschreck-Batterie von Blackbox. Genau. Richtig schön alles jetzt zu. Also richtig schön kleines, feines Teil. Schöne Salut-Batterie. Dann Salut-Artikel. Wir haben hier die Simanco Shot Tube with Blue Tail to Loud Titanium Salut. Also ein kleiner Single Shot mit Salut. Dann geht's weiter. Und zwar habe ich hier die Riesenrauchbälle von Argento, von Funke. Wirklich riesengroß, also ungefähr so groß wie ein Golfball. Dann habe ich hier noch 3 Päckchen Argento Laser Balls, also sind wie die Leslie Mosquitos, nur hier von Argento Funke. Dann die Leslie Lunatic, das sind so kleine Bodenwirbel mit Crackling. Hier haben wir mal wieder ein bisschen Classic Feuerwerk, also auch F2, so Feuervögel mit, was haben die, so einen kleinen Funkenausstoß. Als nächstes kommt ein, ich sag mal, Mini Thunder, das ist die Blue Thunder von Argento. Ihr seht ja hier, ziemlich kleine, schöne Batterie. Kracht aber recht ordentlich, muss ich sagen. Und da ist sie. Die Terremoto 10 Sekunden, Freunde. Ich habe noch eine bekommen. Die lasse ich mir so richtig schmecken oder verbausen irgendwie in so eine Tour. Ja, dass ich die damit zünde als kleines Finale. Also das ist richtig schönes, krankes Teil. 20 mm Crackling-Aufstieg und dann richtig fette Saluts. 50 Schuss, die ist übel. Es geht weiter mit einer schönen Salutbatterie. Ihr wisst ja, Salut tut gut. Deswegen auch hier wieder eine riesige Salutbatterie. Und zwar heißt die Rapid Thunder von Argento. 100 Schuss Salutbatterie im, wie der Name schon sagt, Rapid Thunder. Rapid in einem sehr, sehr schnellen Tempo. Es geht weiter mit Salut, und zwar die Red Thunder von Argento. Das nächste ist die Color Thunder von Argento, auch wieder im Salut. Ihr wisst ja, ich liebe Salut-Batterien. Preislich sind die auch recht günstig. So eine Batterie Color von der kostet ungefähr, ja, 12 Euro, 12 bis 15 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr guter Preis. Dann etwas Leuchtfeuerwerk muss natürlich auch wieder sein. Das ist die Argento Mephisto. Ja genau, Argento Mephisto. Kann ich euch mal auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man das auspackt. So sieht die Batterie jetzt ausgepackt aus, Argento Mephisto. Ja, Freunde, weiter geht es mit dem Unboxing zum letzten Paket. Schreit mir jetzt. Ja, das sind die Funke Goldfontänen mit Farbstern. Also auch wirklich richtig, richtig schöne Fontänen. Mal ein bisschen leises Feuerwerk. Dann einmal die Funke Brokatregenfontäne. Die ist auch sehr, sehr schön. Ist
wunderschöner Goldregen, nicht ganz billig, ungefähr 4 Euro das Stück. Dann haben wir hier Blumenfontänen von Funke. Silberfontänen, das ist jetzt Kategorie 1, also Ganzjahresfeuerwerk. Dann habe ich hier zwei Päckchen Tiger Bomb C-Böller. Dann zwei Päckchen Tiger Bomb, das ist nicht Tiger Bomb, das ist normales Label C-Böller, die neuen C-Böller. Dann habe ich hier Funke Petarden, zwei Päckchen. Und ein Päckchen Funke Tiger Bomb Petarde. Es geht weiter mit Leuchtfeuerwerk Funke Kuku Kuku oder Chuku Chuku 1 und 2. Dann von Classic die Explosive Fontänen. Dann Funke Knisterteufel. Jetzt habe ich für euch hier mal ein paar Päckchen Reibkopfböller. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Einmal die Funke A-Böller. Dann habe ich die Pirate Special von Pyro Century. Dann Funke Bedarden, kennt bestimmt auch jeder. Hier ist noch so ein schönes Reibbrett dabei. Und die Klasek Piraten, die sind auch richtig, richtig nice. Und dann komme ich nochmal im Doppelpack zu dem letzten Artikel, den ich hier bestellt habe bei Pyro Service in Köln. Und zwar ist es die Green Thunder von Argento. Kaliber 20 mm. 20 mm Kaliber. 24 Sekunden Brenndauer, 49 Schuss und unglaubliche 392 Gramm NEM. Also eine reine Salutbatterie. Ich glaube mit grünem Feuertopf bei jedem Schuss. Richtig, richtig krasses Teil. So Freunde, das war's schon wieder mit meinem Unboxing. Ich glaube, es waren so 15 bis 20 Minuten. Ganz schön anstrengend dieses Feuerwerk auspacken, muss ich ehrlich gestehen. Aber für meine Abonnenten mache ich doch alles in Form von Video. Für meinen treuen Abonnenten packe ich auch gerne mal Feuerwerkskörper aus. Ja, einen schönen Gruß noch an Julian von Pyro Service in Köln. Auch zur Info, ich habe natürlich meine Bestellung komplett selbst bezahlt. Ich zeige euch einfach nur die Produkte. Deswegen Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bestimmt. Das war jetzt auf jeden Fall das letzte Unboxing für dieses Jahr. Wir sehen uns. Schaut weiter immerhin schön die Videos. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Einen guten Rutsch.